Es ist mir, es ist uns eine große Freude, Sie im Namen des Mainz-Instituts für Theoretische Physik, aber auch des Instituts für Mathematik und der Hochschule für Musik zur heutigen Ausgabe von Physik im Theater willkommen zu heißen. Unser Thema heute lautet Leibniz und Newton, die Beginne der Infinitesimalrechnung. Ich begrüße zunächst einige Ehrengäste. Als Vertreter der Hochschulleitung der Johannes-Gutenberg-Universität begrüße ich Herrn Vizepräsident für Forschung, Professor Hofmeister, die Kanzlerin Kreuz-Gerß, den Rektor der Hochschule für Musik, Herrn Petersen, der Prorektor der Hochschule für Musik, Herr Sternal, steht hier neben mir. Ich begrüße auch die Dekanin des Fachbereichs für Physik und Mathematik und Informatik, Professor Concetina Sfienti. Und ich sehe ganz viele Kollegen Mathematiker in den ersten Reihen sitzen. Ich grüße euch alle herzlich, wie Sie schon sehen. Die heutige Veranstaltung ist nicht ganz das, was Sie sonst von der Physik im Theater gewöhnt sind. Es ist eine Veranstaltung, die die Mathematik und die Physik vereint und eben auch vereint mit der Musik. Genau, die heutige Veranstaltung ist nämlich der festliche Auftakt der Veranstaltungsreihe Zahl und Klang. Musik und Mathematik zum 300. Todesjahr von Gottfried Wilhelm Leibniz, die gemeinsam von der Hochschule für Musik und dem Institut für Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität ausgerichtet wird. Dazu gibt es unter anderem, Sie haben es schon gesehen, eine Ausstellung im Foyer, in der die vielfältigen Verflechtungen zwischen Musik und Mathematik untersucht, kontextualisiert und präsentiert werden. Und sie wurde, also die Ausstellung, von den Abteilungen Musiktheorie und Schulmusik und Musikpädagogik in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gestaltung der Hochschule Mainz erstellt. Ergänzt durch Plakate mit visualisierten mathematischen Strukturen wird die Ausstellung ab dem 28. April im Foyer der Hochschule für Musik zu sehen sein. Und ebenso am 28. April wird die Reihe Zahl und Klang im Roten Saal der Hochschule für Musik fortgeführt. Ich darf auf diesen Flyer verweisen, den Sie im Foyer finden. Da sind alle Veranstaltungen aufgeführt. Wir freuen uns, Sie auch bei den weiteren Veranstaltungen zu begrüßen. Und wir freuen uns natürlich auch heute schon, sozusagen den Klang zur Zahl zu liefern. Sie haben gerade schon die Big Band der Hochschule für Musik Mainz gehört. Sie spielt unter der Leitung von Jigs Wickham, wird begleitet von Sänger Alexander Gehlhausen und später noch als Special Guest Gitarrist Frank Haunschild. Big Band wird später noch mal zu hören sein. Zunächst geht es aber mit dem Bereich Zahl, also dem Vortrag, weiter. Damit gebe ich zurück zu Herrn Neubert. Genau. Die Physik ist ohne das Werkzeug der Analysis und insbesondere der Differential- und Integralrechnung undenkbar. Jeder Physikstudent muss das mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Das sind nämlich wirklich Dinge, die man lernen muss, sodass man sie auch nachts ohne weiteres noch beherrscht. Es ist in der Tat nicht übertrieben zu behaupten, dass die Mathematik die Sprache der Naturwissenschaften ist. Die Natur drückt sich in dieser Sprache zu uns aus. Und es ist eine erstaunliche Tatsache, dass wir die Naturgesetze in einfache mathematische Gleichungen fassen können, dass wir aus diesen Gleichungen Vorhersagen, präzise Berechnungen ableiten können, die sich experimentell überprüfen lassen. Leibniz und Newton werden oft als Entdecker der Infinitesimalrechnung genannt, zwei monumentale Forscherpersönlichkeiten, deren Werke und Wirken weit über ihre Lebensspanne hinaus gewirkt hat und noch heute wirkt. Der heutige Vortrag von Herrn Lehn beginnt mit den Biografien von Leibniz und Newton, wobei in einem Fall sogar eine direkte Beziehung zu Mainz besteht oder bestand. Der eigentliche Fokus des Vortrags wird dann aber auf der Beobachtung liegen, dass verschiedene Perspektiven auf ein und denselben Sachverhalt diesen tatsächlich verändern können und dass manchmal auch die Einführung einer sehr guten Notation revolutionär sein kann. Dazu werden auch Ideen von Archimedes und indischen Mathematikern diskutiert werden, die sehr modern klingen, wenn man sie in die leibnizische Sprache übersetzt hat. Lassen Sie mich einige Worte zum Referenten des heutigen Abends sagen. Professor Manfred Lehn studierte Mathematik und Physik in Göttingen.
Er promovierte sich 1992 an der Uni Bonn, nachdem er auch einen Auslandsaufenthalt an der McMaster University in Kanada absolviert hatte. Es folgten die wissenschaftlichen Wanderjahre nach Zürich, Berlin, Bielefeld und wieder Göttingen, wo er sich 1998 habilitierte, bevor er dann zunächst an die Universität Köln berufen wurde. Und seit 2002 ist er als ordentlicher und nicht nur ordentlicher, als ein hervorragender Professor an der Mainzer Universität tätig. Sie wissen, wir suchen überhaupt immer nur die besten Vortragenden auch für Sie aus, weil es ja darum geht, auch komplexe Sachverhalte Ihnen nahezubringen. Herr Lehn hat nicht nur den Akademiepreis 2011 gewonnen, er hat den Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen und hat den Lehrpreis der Johannes-Gutenberg-Universität so oft gewonnen, wie ungefähr die Bayern die Champions League. Oder ich glaube sogar genauso oft wie die Bayern die Champions League. Zum Ablauf des heutigen Abends, denn auch dies ist ein wenig anders, als Sie es vielleicht von uns kennen. Die musikalische Einführung haben Sie bereits gehört. Sie werden jetzt im Anschluss den ersten Teil des Vortrages von Herrn Lehn hören und ich sollte sagen den längeren Teil, damit Sie dann beim zweiten Teil nicht nervös werden. Danach folgt eine Pause, in der Sie Gelegenheit haben, sich zu erfrischen im Foyer und dabei die Ausstellung zu besuchen, die Herr Sternal schon erwähnt hat. Anschließend gibt es den zweiten kürzeren Teil des Vortrages, umrahmt nochmal von Musik. Wie immer bei Physik im Theater werden Sie auch heute Gelegenheit haben, den Referenten Fragen zu stellen. Wir werden diese Fragerunde im Anschluss an den zweiten Teil des Vortrages, also nach der Pause, durchführen. Und dann erlauben Sie mir bitte noch einen Hinweis. Die Veranstaltung heute, die nicht im Rahmen unserer üblichen Reihe stattfindet und die eben auch mit einer ganzen Vortragsreihe für den Rest des Jahres noch fortgesetzt wird, finanziert sich nicht von selbst. Und deshalb bitten wir Sie beim Ausgang, wenn Sie möchten, wenn Sie Spaß hatten heute Abend, um eine kleine Spende, die ausschließlich verwendet wird, um die Reihe Zahl und Klang in ihrer weiteren Fortsetzung dann zu finanzieren. Uns bleibt noch Ihnen einen spannenden und angenehmen Abend zu wünschen. Begrüßen Sie mit uns Professor Manfred Lehn. Meine Damen, meine Herren, ich würde mich wohler fühlen, dürfte ich über Analysis sprechen. Das erwarten Sie hoffentlich von mir nicht. Ich möchte ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Auf dem Gebiet bin ich aber Laie. Also haben Sie Geduld mit mir. Die beiden Persönlichkeiten, über die ich sprechen möchte, sind Leibniz und Newton. Die könnten verschiedener nicht sein. Bevor ich aber darauf im Einzelnen eingehe, das Datum, was uns hierher bringt, ist 1716. Wenn Sie da drüber gucken, finden Sie beim Geburtsdatum zwei Angaben. Das ist schon das erste Hinweis, dass diese Zeit, die 300 Jahre zurückliegt, was doch eine ziemliche Zeitstrecke ist, eine ganz andere war als unsere heutige. Und dieses doppelte Datum spiegelt die konfessionelle Zerrissenheit Deutschlands und Europas wider. Wir haben auf der linken Seite das julianische Datum, das bei den Protestanten gebraucht wurde, und rechts das gregorianische, das man schon deshalb nicht verwenden konnte, weil es halt papistisch war. Ja? Und um es noch ärger zu machen, da ist jetzt 10 Tage Differenz zwischen. Allerdings haben um 1700 die deutschen protestantischen Staaten den Kalender übernommen, deswegen gibt es nur ein Todesdatum. Wenn Sie bei Newton schauen, da sind aus den 10 Tagen inzwischen 11 Tage geworden, wo die beiden Kalender auseinanderliegen. Und wenn Sie genauer hinschauen, das ist kein Druckfehler, dann stimmt nicht einmal die Jahreszahl überein. Und das liegt daran, weil die deutschen Protestanten zwar sich geweigert haben, die Datumszählung zu übernehmen, aber immerhin die Jahreszählung. Das heißt, man zählte das neue Jahr mit dem 1. Januar. Bei den Engländern begann das neue Jahr am 25. März. Und deswegen finden Sie also, auch wenn Sie die Lebensdaten von Newton nachschlagen, einen Kauderwelsch von Angaben. Ja, suchen Sie sich eine aus. Die Linke ist natürlich hübscher und romantischer, weil er dann
in der Weihnachtsnacht geboren ist. Nicht? Das ist doch. Ich sagte, die beiden könnten verschiedener nicht sein von ihrer ganzen charakterlichen Anlage her. Wenn man in den Berichten liest, ist Leibniz der strahlende Stern, der von allen gemocht wird. Newton erscheint immer ein bisschen griesgrämig. Vielleicht gehe ich darauf an, man kann natürlich spekulieren, woran das liegt. Ich habe formuliert, und die Anfänge der Infinitesimalrechnung, das ist in mehrfacher Hinsicht doppeldeutig, weil das natürlich bedeutet, dass auch nach Newton und Leibniz sehr viel Arbeit in die Entwicklung der Infinitesimalrechnung geflossen ist. Und zwar nicht nur bei Euler und Lagrange, sondern auch noch die ganzen Generationen später. Und es ist in anderer Hinsicht mehrdeutig, weil auch die Infinitesimalrechnung natürlich nicht anfängt mit Newton und Leibniz, sondern dass es Vorläufer gab, die sehr, sehr wichtige Vorarbeiten geschrieben haben. Es ist eigentlich das Krux mit diesen Theorien ist, dass man immer wieder liest, das steht auch schon bei. Und das ist so eine wiederkehrende Phrase und was damit gemeint ist, ist nicht so richtig klar. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, der steht so nicht bei Barrow. Wenn man Barrow liest, steht da etwas, das man übersetzen kann, mit Hilfe der Sprache, die Leibniz entwickelt hat, in etwas, was dann da so steht wie bei Leibniz und bei Newton. Große Preisfrage, steht es dann auch schon bei Barrow so? Ist das wirklich dasselbe oder ist es was anderes? Und diese Art Fragen verderben ein bisschen die ganze Diskussion, wenn man sie führt unter dem Aspekt, wer hat es denn wirklich erfunden? Na, die Schweizer, ne? Genau diese Frage, wer hat es denn erfunden, ist natürlich für die Zeitgenossen von enormer Wichtigkeit. Und insbesondere für die betroffenen Personen, denn davon hängt der wissenschaftliche Ruhm ab, ja, für den ja Wissenschaftler nur allein arbeiten. Ich bin ein bisschen erkältet, Sie müssen mir verzeihen, wenn ich zwischendurch huste oder... Und dieser Streit brach aus, ist ein berühmter Streit, einer der berühmtesten Streitfälle in der Mathematik überhaupt. Und er begann als ein Prioritätsstreit. Ein Prioritätsstreit hört sich harmlos an, da geht es ja nur um die Frage, wer war früher? Ja, das ist schon delikat genug, denn der Erstentdecker hat natürlich den höheren Anspruch auf Ruhm. Daraus wurde aber sehr schnell ein Plagiatsstreit, denn die englische Partei hat behauptet, Newton war nicht nur früher, sondern Leibniz kannte auch diese Ergebnisse und hat sie daher plagiiert und nicht neu erfunden oder unabhängig erfunden, wie er behauptete. Dieser Streit ist eskaliert. Also ich erzähle Ihnen das jetzt alles in diesem Schnelldurchgang, weil das nicht Thema meines Vortrags ist. Ja? Aber das ist die Hintergrundfolie, auf der der Vortrag stattfindet. Der Streit ist sehr schnell eskaliert. Wie immer bei solchen Streitigkeiten geht es dann schneller, wenn noch andere dazwischen hängen und die Briefe mit und rechts und kommentieren. Am Ende hat die Royal Society eine Kommission eingesetzt. Diese Kommission hat einen Bericht verfasst und Newton zum alleinigen Sieger erklärt. Der Verfasser des Textes ist Isaac Newton. Das wusste man aber erst später. Newton war zu diesem Zeitpunkt President of the Royal Society. Und das Ganze war kurz vor Leibniz' Tod. Ich meine, die ganze Streit hat nicht nur Leibniz die letzten Lebensjahre vergällt, sondern Newton wahrscheinlich auch, der darunter natürlich auch gelitten hat. Und Newton war ja nicht per se böswillig, sondern er glaubte sich im Recht. Und der Streit ist auch nach Leibniz' Tod noch weitergetragen worden. Er führte merkwürdigerweise dazu, dass die Engländer aus lauter Trotz sich geweigert haben, die Leibniz'schen Methoden anzuwenden. Ihr Pech. Die Entwicklung auf dem Kontinent lief dann anders. Die Franzosen, die Schweizer, die Bernoulli-Brüder, Euler, alle haben mit dem Leibniz'schen Kalkül gerechnet und irgendwann haben die Engländer das eingesehen. Der Newton'schen Kalkül, den alle Physiker natürlich kennen, das ist der berühmte Punkt, ne? X Punkt. X ist der Ort, X Punkt ist die Geschwindigkeit. Das ist die einzige Stelle, wo sich der Newton'sche Kalkül gehalten hat. Sobald es wieder um partielle Differentialgleichungen gehen, rechnen auch Physiker mit dem Leibniz'schen Kalkül.
Heute interessiert uns diese Frage nicht. Damals war das sehr wichtig. Damals spielten auch so chauvinistische Fragen eine Rolle. Ist das jetzt französisch? Ja, der Leibniz galt als Franzling. Ja, und dann dieser alte Gegensatz England-Frankreich kam da wieder hoch. Und damals trug man den Streit eben genau unter diesen Aspekten aus. Und es dauerte bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Bücher erschienen, die immer wieder versuchten, neu zu beweisen, dass Leibniz doch abhängig war und so weiter. Heute weiß man, weil die Leibnizschen Tagebücher veröffentlicht sind, man kennt auch die Newtonschen Schriften, man kann also sehr genau nachvollziehen, wer wann was gemacht hat. Und die Situation ist glasklar. Newton war früher, Leibniz war später, Leibniz war unabhängig, Leibniz hat zuerst veröffentlicht. Nach heutigen Maßstäben wäre er der Erstentdecker, nicht Newton. Aber historisch ist völlig klar, Newton war früher. Leibniz hatte den besseren Kalkül und die Betonung liegt hier auf Kalkül. Und das gehört zu den Dingen, die ich jetzt im Vortrag erklären möchte. So, damit möchte ich anfangen. Und dieser andere Streit, wenn Sie das nachlesen wollen, da gibt es sehr viele reißerische Quellen, die in kriegerischen Vokabeln den Streit nacherzählen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe Ihnen hier schematisch, damit Sie das historisch ein bisschen einordnen können, die Lebenszeiten von Leibniz und Newton decken sich sehr weitgehend mit der Regierungszeit von Louis XIV. Und das erklärt auch die Allonge-Perücken, die man überall sieht von den Persönlichkeiten. Ludwig XIV. Hatte die Allonge-Perücken zur Staatstracht erklärt. Bitte werfen Sie einen kurzen Blick auf die Zeiten in England. Das sind Revolutionsjahre. Nicht? Denken Sie daran, Karl I. wurde geköpft, dann haben wir die Cromwellschen Vater und Sohn republikanischen Jahre, dann kommt Karl II. Zurück, schon sein Nachfolger James II., Jakob II. Ist wieder ein Krypto-Katholik und die anderen Familienmitglieder waren noch schlimmer, das waren echte Katholiken und dann blieb einem nichts anderes übrig aus britischer Sicht, dass man sich von außen einen König holt. Und zum Glück gab es da den Prinz von Oranien, Wilhelm. Ja. Und er und seine Frau, unabhängig von ihm, hatten beide, standen sie in der Thronlinie und dann addiert man die Thronfolgerechte auf und dann gibt es ein Königspaar. Ja. Und also das waren nervöse Zeiten in England. Und außerdem erinnere ich da oben dran, wir haben Pestjahre und wir haben den großen Brand von London. Der zerstört große Teile der Stadt, er zerstört auch Infrastruktur, viele Menschen sterben. Man muss sich klar machen, wie schwer es ist, ein Buch zu drucken in dieser Zeit. Und das erklärt ein bisschen die Eifersüchteleien der Engländer, die sehr darauf bedacht sind, in jedem Briefwechsel lange Listen beizugeben, was denn die englischen Kollegen noch alles geschrieben haben, aber wofür keine Druckgelegenheit besteht. Der Westfälische Friede ist zu Leibniz' Geburt noch gar nicht erreicht. In Osnabrück und Münster wird verhandelt. Das ist die Situation, in die wir jetzt einblenden. Und Leibniz wird in Leipzig geboren und zwar in eine Gelehrtenfamilie. Nicht nur der Vater ist Professor an der lokalen Universität, sondern auch viele Angehörige. Ich glaube, der Schwiegervater und Onkel, also in diversen Schichten. Und der Vater stirbt früh. Und jetzt versuchen Sie sich für eine Sekunde vorzustellen, vergessen Sie mal den älteren Herrn mit der Perücke links und einen 8-jährigen Jungen. Und der findet ein Buch von Vitruv in Latein. Er hat zwar gerade angefangen, so ein bisschen Latein zu lernen, aber das Buch versteht er hinten und vorne nicht, aber das sind ja Holzschnitte drin. Holzschnitte und Kupferstiche und die haben Bildunterschriften und die entziffert er und daraus lernt er Latein. Flüssig. Indem er das Buch immer wieder liest und die zusammenhängenden Texte besser und besser versteht. Und ein Lehrer findet das heraus und versucht das zu unterbinden und spricht mit der Mutter, zum Glück sein Nachbar anwesend, der sagt, genau umgekehrt, wenn der Junge das alles schon kann, dann schließt ihm doch die Bibliothek seines Vaters auf. Und genau das wird zum Glück gemacht
Und Leibniz fängt also an und liest alles, die gesamte Scholastik rauf und runter und schreibt, mit 12 Jahren habe er das Lateinische flüssig lesen können und das Griechische leidlich. Und das ist die Situation, der kommt an die Universität und begegnet auf der Universität erstmals neuerer Philosophie, also Bacon und Descartes. Was er nicht lernt übrigens, ist Mathematik. Ne? Also die Mathematikausbildung an der Universität Leipzig ist grottenschlecht. Also sie ist nicht nur so schlecht wie an allen anderen Universitäten, sondern noch darunter, also so richtig Substandard. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben die Griechen, ja, und sie wissen, wie es weitergeht, dann kommen die drei großen Seuchen für die Mathematik, die Christen, die Germanen. Ja, und danach ist nichts mehr übrig, nur noch im arabischen Raum werden die alten Quellen gelesen, gepflegt, weiter übersetzt. Ich glaube, Boetius hat eine Euklid-Ausgabe herausgegeben, wo von den 10 Büchern 1 übrig blieb und dort ließ er alle Beweise weg, sondern nur noch die blanken Aussagen und die mit kommentierenden dummen Beispielen versehen. Ja? Das war das Niveau und ich habe hier den Herrn Weigel aufgeschrieben, das ist ein Mathematiklehrer, von dem hat er ein bisschen Kombinatorik gelernt, aber nicht in Leipzig, sondern in Jena. Er kommt zurück, ich überspringe ein bisschen, seine Mutter stirbt, er ist jetzt vollweise und er möchte promovieren. Er ist 20 und jetzt gibt es ein Hindernis, denn mit der Promotion sind Pfründe verbunden. Die juristische Fakultät hat neben den Professoren 12 Assessoren und die werden bei Freiwerden besetzt mit Doktoren der Leipziger Fakultät für Jura, in der Reihenfolge ihres Bestehens. So, da kommt dieser Kerl daher, so ein 20-jähriger Jüngling, ist leider zu schnell und da sind die anderen, die gerne vor ihm promoviert hätten und die erheben Einspruch. Und diesem Einspruch wird stattgegeben. Ja, und dann sitzt da der Leibniz und sagt, ja, was tut er? Er wandert aus. Ja, er geht 200 Kilometer südlich nach Nürnberg und promoviert an der Universität Altdorf, das ist die Lokaluniversität auf dem Gelände der Universität der Stadt Nürnberg, und er wird Doktor beider Rechte. Den Titel De Arte Combinatoria, das klingt sehr mathematisch, das sollten Sie aber nicht zu ernst nehmen. Ja, das sind philosophisch-kombinatorische Überlegungen, wenn es die Zeit will, komme ich darauf zurück. Er sitzt jetzt in Nürnberg und promoviert, seine Promotion ist so brillant, dass man ihm eine Professur anbietet, die er ausschlägt. Stattdessen setzt er sich hin, schreibt willkürlich aus alchemistischen Berichten, die er selber nicht versteht, wie er schreibt, einen Brief zusammen, den er nicht versteht, wie er schreibt, und sendet diesen Brief an die Geheimorganisation der Rosenkreuzer. Die lesen den Brief, denken, Mensch, da ist jemand, der versteht was wir schon lange zu verstehen versuchen. Und nehmen ihn sofort auf als Sekretär und er muss jetzt ab da Experimente kontrollieren. Und Leibniz schreibt, es habe ihm einen Riesenspaß gemacht und sei für immer geimpft gewesen gegen Alchemie und habe in Zukunft alle Fürstenhöfe, die er besucht hat, beraten können in der Abwehr gegen Alchemisten und Goldmacher. Und er ist in Nürnberg und jetzt passiert ein etwas Schicksalhaftes für ihn. Er trifft nämlich in Nürnberg auf Baron Beuneburg. Und diese Geschichte erzähle ich jetzt in etwas in Breite, weil das Stück ist, wo Mainz ins Spiel kommt. Das ist also ein Stück Mainzer Lokalgeschichte. Ich war selber verblüfft, als ich anfing, über dieses Projekt zu reden, wie wenig Leute überhaupt wussten, dass Mainz irgendwas mit Leibniz zu tun hat oder umgekehrt. Es gibt übrigens nur eine einzige Stelle in Mainz, die daran erinnert. Ich bin darauf durch Herrn Rahner aufmerksam gemacht worden. Es gibt an der Volksbank in der Nähe der Emmerrandstraße gibt es eine Plakette, weil das sind die ehemaligen Beuneburger Höfe und dort hat Leibniz gewohnt in seiner Mainzer Zeit. Also er trifft Beuneburg in Nürnberg. Beuneburg war zu dem Zeitpunkt bereits gefallener erster Minister. Sie lesen da, er war inhaftiert. Beuneburg war ein großer Staatsmann, der eben nicht nur für seinen Kurfürsten gearbeitet hat, sondern für den Kaiser und für den französischen König und für alle gleichzeitig. Und das wurde irgendwann dem Kurfürst verdächtig. Er hat ihn verhaften lassen. Nach 5 Monaten Kerker ist er wieder entlassen. Irgendwann haben sie sich offenbar wieder versöhnt, sonst hätte es nicht die Heirat der ältesten Tochter und so weiter mit dem Neffen von dem anderen gegeben. Ja. Trotzdem bleibt er da in Frankfurt sitzen
Und er erkennt aber sofort das Potenzial von diesem jungen Juristen, der ihm da begegnet. Und er macht ihn bekannt mit dem großen Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn. Und der Kurfürst war damals, spielte eine schillernde Rolle in der, im Scharnier zwischen dem französischen, nee, Sie gucken, ne, Westen ist bei Ihnen da, ja, zwischen dem französischen König und dem Kaiser in Wien. Und der Kurfürst vertrat die Rolle der deutschen Kleinstaaten in diesem großen Konflikt. Und tatsächlich findet Leibniz eine Einstellung. Er schickt eine Art, wie soll man das heutzutage, würde man sagen, Bewerbungsschreiben, wo er eine Gesamtreform des Jurisprudenzwesens in Deutschland vorschlägt. Ja, also ein gewaltiges Projekt. Und das fällt aber auf guten Boden, weil der Kurfürst zu dem Zeitpunkt dabei war, überhaupt das römische Recht überarbeiten zu lassen. Also wird er eingestellt. Und jetzt beginnt so eine Diplomatenkarriere am Mainzer Hof. Und entscheidend, und das ist jetzt wirklich entscheidend für die Entwicklung von Leibniz, wird, dass Leibniz nach Paris mit einer Mission gesendet wird. Und der Hintergrund hierfür ist, dass Ludwig XV., seit er die Macht in seinem Staat übernommen hatte, nach dem Tod von Mazarin, hatte er ja gesagt, ich regiere ohne meine Minister und ich mache alles allein. Und er entwickelt eine sehr aggressive Außenpolitik, die Mazarinsche Vorgabe, die Ostgrenze ist der Rhein, versucht umzusetzen. Und es steht der Krieg gegen Holland bevor. Und der Kurfürst hofft, den König umstimmen zu können, wenn man ihm ein anderes Projekt unterschiebt. Und das klingt jetzt toll dreist, aber das andere Projekt besteht darin, dass Leibniz versuchen soll, den König davon zu überzeugen, doch stattdessen Ägypten anzugreifen. Nee, Ägypten hat den großen Vorteil, es ist weit weg. Zweitens, es gehört den Türken. Ja? Und die Türken stehen, erinnern Sie sich daran, meine große Tafel, die stehen vor Wien. Ja, das Ganze ist also so ein allchristliches Unterfangen. Wer sich erinnert, Napoleon ist dann hinterher auch nach Ägypten. Allerdings haben die Pläne nichts miteinander zu tun. Ja, Napoleon wusste vermutlich nicht mal von den Leibnizschen Plänen. Und diese Jahre in Paris sind jetzt entscheidend. Er trifft auf Heurens. Zum Thema Heurens gibt es einen eigenen Vortrag, deswegen möchte ich mich hier sehr kurz fassen. Heurens ist durch verschiedene Dinge bekannt geworden, durch die Erfindung der Pendeluhr, durch seine Wellentheorie des Lichts und die Bearbeitung des Stoßgesetzes, also sicher der erste Physiker, der größte Physiker vor Newton. Und Heurens, mit dem kommt er ins Gespräch und das immer erzählt er den ersten Satz, den Leibniz selber gefunden hat. Dieser Satz ist entstanden durch kombinatorische Betrachtungen und Leibniz sagt, na, stell mal sich vor, ich habe eine fallende Folge von Zahlen A1, A2, A3, A4, A5, dann kann ich die Differenzen dieser Zahlen bilden und dann ist der größte Term einfach die Summe aller Differenzen. Ja, ich sehe schon manchem Publikum sagen, naja, was soll's. Dieser Satz ist im Endlichen eine Bagatelle. Hier wird er ausgesprochen für unendliche viele Zahlen. Und falls Ihnen das selbstverständlich vorkommt, darf ich Sie an Zenons Paradoxon erinnern, von Achilles und der Schildkröte. Ne? Also von links nach rechts, Zenon, Achilles und die Schildkröte. Und es ist erstaunlich, wie lebensecht manche von diesen antiken Statuen wirken. Ne? Und das Paradoxon geht so, dass am Anfang steht Achilles da, ne? Und die Schildkröte kriegt einen Vorsprung. Ja? Und Zenon behauptet, Achilles kann die Schildkröte nie einholen. Denn in dem Moment, wo Achilles bis zur Schildkröte gelaufen ist, das ist jetzt eine sehr schnelle Schildkröte, ne? Ist die schon ein ganzes Stück weiter. Ja? Und wenn dann Achilles hier ist, dann ist die Schildkröte aber schon da. Ja, und das geht so immer weiter. Immer wenn er da hinkommt, ist die Schildkröte schon weg. Schlussfolgerung ist, Achilles kann die Schildkröte nie einholen. Damit hat Zenon bewiesen, dass es keine Bewegung gibt. Ich habe das nie verstanden. Ich habe noch weniger verstanden, warum sich überhaupt jemals jemand dieses Argument ernst genommen hat. Ja? Denn man sollte meinen, das ist eine vertane Chance. Ja? Denn sonst hätte man ja schon, wie soll ich sagen, 2000 Jahre vor, oder nicht sag mal vor Newton, aber auch sagen wir 200 Jahre vor Archimedes, die geometrische Reihe entdecken können, war aber nicht. Also, so viel,
das ist so ganz banal ist diese Aussage von Leibniz nicht. Huygens ist immerhin so weit beeindruckt, dass er sagt, dann rechne mir doch mal das Folgende aus und gibt ihm diese Ziffernfolge da oben, diese Zahlenfolge von Brüchen und fragt, was ist die Summe? Und die Zahlen, die im Nenner auftauchen, sind die sogenannten Dreieckszahlen. Sie können leicht sehen, wie die Reihe weitergeht, 15, 21, 28. Und in der Tat, Leibniz kann das. Ja? Leibniz entdeckt nämlich, dass 1 minus 1/2 ist 1 durch 2 mal 1. 1/2 minus 1/3 ist 1 durch 2 mal 3. 1/3 minus 1/4 ist 1/12 ist 2 mal 6. 1/4 minus 1/5 ist 1/20 ist 1 durch 2 mal 10. Und jetzt sehen Sie, 1, 3, 6, 10, das sind genau die Dreieckszahlen. Das heißt, wenn ich rechne 1 minus 1/2 plus 1/2, na, jetzt sehen Sie das Spiel, was den Satz von eben. Sie sehen, die mittleren Terme heben sich genau weg, deswegen steht am Ende 1 und die Zahlen unten geben genau die Hälfte von dem, was Huygens hören wollte. Und wenn Sie die 2 hochmultiplizieren, lautet die Antwort 2. Das wusste Huygens schon, er hat es anders ausgerechnet und er war beeindruckt. Also da kommt dieser junge Jurist aus Deutschland, hat von Mathematik keine Ahnung, aber das kann er. Und dann versucht Leibniz was Kluges zu sagen und dann fällt ihm ein Diagramm ins Auge und dann sagt er, der Schwerpunkt, wenn ich da eine beliebige Gerade durchlege, dann zerlegt es die Fläche in 2 gleiche Teile. Ich habe das hier mit einer roten Geraden und mit einer blauen Geraden gemacht. Die Teile links und rechts sind gleich groß. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, was jetzt passiert. Huygens bricht in schallendes Gelächter aus. Ja, denn das ist sofort ein Gegenbeispiel. Die linke Fläche und die rechte Fläche und der Schwerpunkt liegt in der Mitte. Und wenn Sie da eine Gerade durchlegen, sind die natürlich nicht gleich. Dass die Flächen jetzt nicht verbunden sind, soll Sie nicht stören. Denken Sie sich da mit einem ganz feinen Streifen. Das verschiebt den Schwerpunkt nicht wesentlich. Also, was das beweist, ist, dass Leibniz zu diesem Zeitpunkt, wo er nach Paris kommt, keine Ahnung von Geometrie hat. Ich sagte, unterstes Niveau, Euklid, erster Band, keine Beweise. Vermutlich nicht mal zu Ende gelesen. Ja? So, das ist das Niveau, mit dem Leibniz in Paris ankommt. Und jetzt kriegt er von Huygens Bücher vorgelegt und fängt an zu studieren. Und studiert und studiert und studiert. Und jetzt geht ihm erstmal auf, was er alles nicht weiß. Und ich habe hier mal so ein paar Namen aufgezählt, die sind etwas dichter in der Nähe von Leibniz, weil sie da wichtiger sind, nicht, dass es hier unten keinen anderen gäbe, und natürlich gibt es da oben auch andere. Ich habe Euler und Lagrange markiert als die formalen Vollender des Leibnizschen Kalküls, und ich habe hier unten angefangen mit Cardano und Commandino, weil man mit denen sozusagen die Neuzeit beginnt. Bitte nageln Sie mich nicht fest, das ist jetzt meine Neuzeit, die ich da beginnen lasse. Commandino ist deshalb wichtig, weil er eigenhändig Archimedes, Apollonius, Pappos und wer weiß wen noch alles aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt hat und damit zugänglich gemacht hat für die europäischen Wissenschaftler. Und damit beginnt eine ganz neue Rezeption der klassischen Texte und es beginnt auch eine Verschiebung innerhalb der Mathematik. Die Griechen hatten Algebra und Rechnungen geometrisiert. Aus Zahlen wurden Streckenlängen. Hier beginnt eine umgekehrte Entwicklung. Es beginnt die Entwicklung der abstrakten Algebra mit Cardano, Viète, Fermat und gleichzeitig beginnt durch Descartes und seine Zeit und seine Schüler eine Koordinatisierung der Geometrie. Also es werden Koordinaten eingeführt, also umgekehrt werden aus geometrischen Objekten wieder Zahlen. Und all das baut sich langsam auf, es beginnt eine Infinitesimalrechnung sich zu entwickeln. Fermat kann Maxima und Minima bestimmen. Robert Wall kann Zykloidenbögen integrieren, Längen bestimmen. Und all das baut sich auf als Vorwissen und Leibniz hat davon keine Ahnung, ja, zu diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, die Namen, ich kann jetzt nicht die Namen einzeln alle durchgehen. Ich möchte nur aufmerksam machen hier, das ist ein berühmtes Zitat. Im Grunde genommen hat es Herr Neubert nicht in der wörtlichen Fassung, aber abgewandelt auch verwendet. Du hast auch von dem Buch gesprochen, ne? Von dem Buch der Physik, das geschrieben ist in den mathematischen Zeichen. Und ich habe die Folie hier nicht aufgelegt, um wieder diese alte Selbstverwirklichung der Mathematiker, ne? Wir tun was für die Physik, sondern was schreibt Galilei wirklich? Galilei schreibt, die Zeichen der Mathematik sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren. Wenn ich Sie gefragt hätte, was sind die Zeichen der Mathematik, dann hätten Sie gesagt, Integrale, Differentiale und Wurzeln.
Ja, und das sind genau die Dinge, die Leibniz Integrale und Differenziale eingeführt hat. Galilei ist hier noch in der ganz der alten Welt der geometrischen Sprache. Und das ist ein fundamentaler Wechsel, der sich in diesen 100 Jahren passiert zwischen dem Wirkungsgeschehen Galileis und dem Wirkungsgeschehen, was später kommt. Und hier noch ein zweiter Beleg, das ist jetzt wirklich ein echter Exkurs. Ich gehe hier zurück nach Indien und ich gehe noch weiter zeitlich zurück. Und ich möchte das Problem besprechen, gegeben ein solcher Kreisbogenausschnitt, ich habe den Radius aufgetragen und den Bogen B und die Halbsehne S. Und das Problem, ein Fundamentalproblem der Astronomie war, diese Halbsehne auszurechnen. Und dazu gibt es die folgende Lösung. So, ich lasse Sie jetzt mal lesen und rede in der Zwischenzeit irgendwie weiter. Ne? Also die gute Nachricht für alle, die die Formeln hassen, ist, es gibt auch eine Mathematik ohne Formeln. Schlechte Nachricht ist, dadurch wird es nicht leichter. Ja. Wenn Sie in der Lage sind, diesen Text zu interpretieren, kommen Sie in der Pause zu mir, ich spendiere Ihnen ein Bier. Ja. Unter der Annahme, dass keinem von Ihnen das gelingt, ja, und ich behaupte mal, das liegt nicht an meiner Übersetzung, ja, sondern das ist eine intrinsische Schwierigkeit des Textes, so sieht dieselbe Formel aus, wenn sie Euler hinschreibt. Und spätestens an dieser Stelle sollte jedem klar geworden sein, diese Formel ist erstens mega elegant, zweitens, man braucht Formeln, um sie zu begreifen, denn nur in dieser Gestalt kann ich wirklich damit arbeiten und kann eine Theorie daraus entwickeln. Und zweitens, diese Notation ist extrem clever, aber sie setzt Konventionen voraus, die nicht so selbstverständlich sind, wie Sie vielleicht denken, nur weil Sie seit Kindesbeinen damit rechnen. Das x hoch 5, das fünffache Produkt von sich selbst bedeutet, das muss man definieren. Ja, und nur weil wir das schon in der Grundschule so lernen, heißt das nicht, dass das schon immer so war. Und auch Fünffakultät ist eine extrem angenehme Konvention, aber irgendjemand muss man auf die Idee gekommen sein, das so anzusetzen. Also, so viel als Exkurs. Und jetzt lassen Sie mich kurz durchgehen, im Schnelldurchgang. Was sind die typischen Fragestellungen, mit denen sich die Zeitgenossen von Leibniz schon lange beschäftigt haben, bevor Leibniz überhaupt angefangen hat, über diese Dinge nachzudenken. Dazu gehören erstens arithmetische Reihen. Die erste Reihe oben ist älter als Leibniz. Ja, das ist die Reihe für den Logarithmus. Die alternierende Summe der Brüche gibt den Logarithmus von 2. Mirakel. Also wenn Sie an dieser Stelle nicht vor Erstaunen den Kopf aussetzen lassen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja. Vielleicht ist das nicht ganz so eindrucksvoll, weil Sie gar nicht wissen, was der Logarithmus von 2 ist. Aber Sie wissen alle, was Pi ist. Sie wissen alle, was Pi ist. Und spätestens an der Stelle sollten Sie wirklich beeindruckt sein, denn Pi Viertel ist die alternierende Summe der ungeraden Brüche. Ja, und das ist wirklich ein fantastisches. Das ist das erste Ergebnis, mit dem Leibniz so richtig mal auf den Putz gehauen hat. Das steht aber schon bei Barrow. Nur hat Barrow niemand gelesen, nicht einmal in England, denn Barrow war irgendein Schotte, ja, in St. Andrews. Und außerdem ist er früh gestorben und hatte niemanden, der sich für seine Interessen einsetzte. Ja, er korrespondierte mit der Royal Society, aber wie immer, wenn man nicht da ist, wird man vergessen. Ja. Und die vor allen Dingen, das Interessante ist, man hat es nicht einmal gemerkt, als die beiden Schriften gleichzeitig auf dem Tisch lagen. Barrow hatte eine viel allgemeinere Formel als diese Leibniz'sche Reihe. Und diese Reihe unten ist noch berühmter und ist deutlich später, die ist von Euler. Dieses Problem war lange offen, da haben viele, viele Leute sich den Kopf drüber zerbrochen. Und Euler kommt mit dieser fantastischen Formel, die Summe der inversen Quadratzahlen ist Pi Quadrat Sechstel. Ich erkläre Ihnen das jetzt nicht. Ne? Das zweite Problem, mit dem man sich beschäftigt hat, waren Tangenten. Und wenn Sie bei Tangenten jetzt sofort wieder an Steigung denken, dann ist das wieder auch ein nach-Leibniz'scher Begriff. Und deswegen habe ich hier ausdrücklich zwei Beispiele genommen, in denen man die Tangenten ausrechnen kann, ohne dass man überhaupt Koordinaten einführt. Links habe ich die Tangentenkonstruktion für eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Hier habe ich eine Zykloide, die entsteht, wenn so ein Rad abrollt und dabei ein Punkt auf dem Rand des Rades einen Bogen beschreibt. Und hier bekommt man die Tangente, indem man den Punkt verbindet mit dem Lotpunkt oben, also der oberhalb des Tangentenprobleme konnte man lösen in Fällen. Es gab
Lösungsansätze von Fermat, von Descartes, von Sluys. Kurvenrektifikation, also Rektifikation, ich möchte eine Kurve strecken. Da galt das alte Vorurteil von Aristoteles, keine gekrümmte Strecke kann kommensurabel zu einer geraden Strecke sein. Das Gegenbeispiel davon ist von einem jungen Mathematiker, Neil, von dem sonst nichts bekannt ist. Ich muss früh gestorben sein, wahrscheinlich irgendwie vom Pferd oder so überrannt oder so. Nee, das ist, ja, ich glaube, die englischen Städte waren damals nicht so sicher. Die Deutschen wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist die. Neil, ne, die Neil'sche Parabel hat überlebt, sonst wissen wir über den Herrn nichts. Und er hat er konnte die Streckenlänge bestimmen. Ne? Das war das dritte Problem. Das vierte sind Quadraturen. Was ist der Flächeninhalt unter einer Kurve? Auch das konnte man in vielen Teilen. Mercator ist damit bekannt geworden, dass er die Fläche unter einer Hyperbel zum Beispiel quadrieren konnte. Und an der Stelle komme ich nicht, um Ihnen einen Exkurs zu machen. Und in diesem Exkurs möchte ich Ihnen wirklich was zeigen. Das gehört zu den wenigen Stellen, wo ich wirklich Mathematik machen möchte. Und ich gehe zurück zu Archimedes. Und das ist jetzt nicht nur, weil in jedem Vortrag die ollen Griechen vorkommen müssen, sondern weil Archimedes für Leibniz und seine Zeitgenossen der absolute Referenzmaßstab war. Alle waren sich einig, keiner schreibt so elegant, keiner schreibt so prägnant und so brillant wie Archimedes und so streng. Archimedes ist bekannt für seine gnadenlose Strenge in der Argumentation. Und das möchte ich Ihnen hier vorführen. Und die Frage von Archimedes ist, was ist die Fläche dieses Parabelbogens? Und der Ansatz von Archimedes ist, er legt oben die Tangente drüber, dann verbindet er den Berührpunkt mit den Seiten und kriegt ein Dreieck. Und seine Antwort lautet, die Parabelfläche verhält sich zur Dreiecksfläche wie 4 zu 3. Das ist in doppelter Hinsicht ein fantastisches Ergebnis. Erstens, dass es überhaupt geht. Zweitens, dass es rationale Zahlen sind. Denken Sie daran, wenn das ein Kreis wäre, da käme da irgendwie Pi oder irgend so was Krummes vor. Hier geht das glatt auf. Absolute Überraschung. Wie argumentiert Archimedes? Wir setzen mal der Einfachkeit halber die Dreiecksfläche auf 1, ja, indem wir zum Beispiel statt von Quadratmetern zu Quadratfuß übergehen. Also irgendwie durch eine Maßstabsveränderung geht das. Und dann ist die Parabelfläche x und wir fragen, wie groß ist x? Und dazu legt erstmal außenrum noch das Parallelogramm und es ist klar, das Parallelogramm ist genau doppelt so groß wie das Dreieck, deswegen weiß ich, die Parabel liegt zwischen 1 und 1 plus 1. Und dann sagt er, ja, warum soll ich das nicht einfach wiederholen? Ich habe jetzt noch diese Restbögen, damit mache ich das gleiche Spiel. Ich lege dann wieder ein Dreieck rein und jetzt kommt die einzige Stelle, die ich Ihnen sage, an der Stelle muss Archimedes natürlich ein bisschen argumentieren. Bitte glauben Sie mir, dass ich das hier korrekt wiedergebe. Das ist mit Gewähr, die rote Fläche ist genau ein Viertel von der gelben Fläche. Wenn wir das mal für den Augenblick hinnehmen, das ist nämlich nicht der Zentralpunkt des Arguments, dann sehen wir, dass die Fläche sich nach unten abschätzen lässt durch 1 plus 1 Viertel. Und wenn wir außen wieder die fehlenden weißen Dreiecke zutun, haben wir eine obere Abschätzung mit nochmal einem Viertel. So, jetzt legen wir da noch blaue rein. Die blauen sind ein Viertel von den roten, also ein Sechzehntel von den gelben. Und damit finden wir eine untere Schranke diese und eine obere Schranke diese. So, an der Stelle, Archimedes ist ja nicht, wie soll ich sagen, er macht das jetzt nicht bis zum 128. Term, sondern er hört an der Stelle auf und sagt, das heißt, wir haben jetzt diese Abschätzungen, die da stehen, ne, immer nach unten und immer nach oben. Und dann sagt er, aber 4/3 tut das auch. Da können Sie sofort nachrechnen. Ne, 4/3, zum Beispiel hier steht 5/4, 4/3 minus 5/4 ist ein 12. Und in der nächsten Zeile, glauben Sie mir, ist ein 48. Und so geht das immer weiter. Ein Viertel ist immer größer. Umgekehrt ist es immer kleiner als die anderen. So, und jetzt sagt Archimedes, macht er einen doppelten Widerspruchsbeweis. Er sagt, die unbekannte Zahl x kann nicht, wo fängt denn bei Ihnen die 0 an? Da, ne? Also, wenn das hier 4/3 ist, x kann nicht kleiner sein, denn ich habe ja diese aufsteigende Folge von Zahlen, ja, und die kommt dem 4/3 immer näher, dabei überrollt sie, wäre x kleiner, irgendwann das x und das kann nicht sein. Widerspruch. Umgekehrt genauso. Doppelter Widerspruchsbeweis. Und damit schließt er, die beiden sind gleich. Warum ist das wichtig? Archimedes kriegt das volle Ergebnis und hat das Wort unendlich nicht einmal in den Mund genommen. Weder unendlich klein noch unendlich groß. Dieser Beweis ist komplett finitistisch. Da wird nicht rumgemogelt mit unendlich klein und kommt, ist nichts mit Zenon. Ja, und das, ja.
auch nichts mit Pünktchen, ne? Und so weiter, Pünktchen. Ne? Wir würden heute sagen, na, was da steht, ist die geometrische Reihe und die ist natürlich 4/4. Und das allgemeine Bildungsgesetz ist das, was da drunter steht. Aber damit sind wir bereits im 18. Jahrhundert. Ne? Da steht so nicht, Archimedes sagt nicht Pünktchen, 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 sondern Archimedes gibt eine glockenklare, präzise Analyse. Ich habe das als Schüler gesehen, das stand in einem Buch, das ich aus der Dorfbibliothek hatte, eine gesegnete Zeit, als es noch Dorfbibliotheken gab. Und mich hat das enorm beeindruckt. Und das ist sozusagen ein bisschen Romantik von mir, dass ich Ihnen das jetzt erzähle. Volumina, das überspringe ich jetzt. Ja? Es geht so weiter. Entscheidend, und das ist neu, sind Potenzreihenrichtungen. Newton kann Potenzreihen entwickeln. Ja? Er sagte, die Wurzel aus 1 minus ist x ist nicht, wie leider viele Studenten, ja, denken, Wurzel aus 1 minus Wurzel x. Ja? Sondern es ist komplizierter. Und es ist diese Formel und er hat die Technik der Potenzreihenentwicklung enorm erweitert und vervollkommnet. Und wenn man die hat, dann kann man auch sehr leicht differenzieren und integrieren, nämlich termweise. Ja? Und das war eine enorme Technik, die er entwickelt hat und die auf dem Kontinent so nicht bekannt war. Das 7. Problem sind die sogenannten inversen Probleme, nämlich ich kenne die Tangente, suche die Kurve. Solche Aufgaben. Wir würden das heute Differentialgleichungen nennen. Und auch die wurden in dieser Form, nicht unter diesem Namen, damals bereits behandelt. Und jetzt kommen wir zu dramatischen Jahren. Ich habe ehrlich gesagt völlig die Zeit. Ich spreche im ersten Drittel 40 Minuten. Dann habe ich jetzt noch 5. Na gut. Okay. Er trifft im März in Paris ein, mit dem Ägypten, geh doch nach Ägypten, ja. Kommt gar nicht zum König. Ne? Der König hat inzwischen ein Bündnis mit England geschlossen, der Krieg ist längst vorbereitet, es kommt die Kriegserklärung, Leibniz lernt Französisch, der Krieg beginnt im Juni, ein Jahr später fällt Maastricht, ich weiß nicht, die Literarischen unter Ihnen erinnern sich vielleicht an der Spitze der Musketiere stirbt im Range eines Kapitänleutnants D'Artagnan beim Sturm auf Maastricht, und zwar sowohl im Roman wie im realen Leben, aber das nur nebenbei. Wer übrigens auch stirbt, ist später Beuneburg. Trotzdem ist zu diesem Zeitpunkt die Reisevorbereitungen bereits so weit getroffen. Die neue Idee ist, nach England zu gehen und England wenigstens zu einem Separatfrieden zu bewegen. Im Grunde ist das auch bereits Makulatur, bevor man die Reise überhaupt angetreten hat. Er reist jetzt mit dem Neffen Schönborn und dem Sohn von Beuneburg, der damals 16-jährig ist, nach London. Das ist der spätere, dieser Beuneburg da oben, das ist der spätere Vertreter Mainz, Erfurt. Ne? Erfurt war damals ein Mainzer Territorium. Und hier trifft Leibniz nun auf die Royal Society. Und ich habe hier so ein paar Figuren herausgegriffen, die wichtig für Leibniz waren. Und Hooke, kennen Sie natürlich alle, das ist der Mann, der das Hooke'sche Gesetz, ne? Wenn ich eine Feder habe und spanne die. Hooke hat viel, viel mehr gemacht und Hooke hat so viele Ideen gehabt. Er ist in der Regel leer ausgegangen und andere Leute haben den Erfolg für diese Formeln und Experimente geerbt. Und die Hooke'sche Formel ausgerechnet nun mal nicht von ihm. Ja. Aber ich habe leider kein Bild von ihm gefunden. Es ist ein bisschen frech von mir, dass ich da diese Laus aus seinem Buch genommen habe. Hooke muss ein ziemlich unangenehmer Mensch gewesen sein. Sehr eifersüchtig, extrem eifersüchtig. Und wann immer er was Neues hörte, muss die typische Reaktion gewesen sein, das habe ich auch schon gemacht, und zwar vor 15 Jahren. Ja. Und dann verschwand er in seinem Labor und kramte und kam mit irgendwas wieder. Das mag damit zusammengehangen haben, dass er eine sehr merkwürdige Position hatte. Er war Curator of Experiments und das bedeutet, er hielt jede Woche einen Vortrag, wo er ein neues Experiment vorzuführen hatte. Dafür wurde er bezahlt. Und das mussten nicht immer eigene sein, also durfte auch andere Leute Experimente vorführen, aber jede Woche ein neues Experiment, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja?
Und dabei macht man natürlich jede Menge Entdeckungen und man hat natürlich keine Zeit, die auszuarbeiten. Die sind alle rudimentär. Und da kommt jemand anders und hat die schon und dann wird man fuchtig. Da wird man fuchtig mit sich selbst, weil man nicht daran gearbeitet hat, man wird fuchtig mit den anderen, weil die schneller waren und man wird überhaupt fuchtig mit dem ganzen Leben. Ja, das ist Hooke. Hooke streitet sich mit jedem, mit Newton, mit Leibniz, mit Huygens, mit Wallace. Ja, sagen, Hooke ist ein ständiges Ärgernis, aber er ist großartig. Ja, deswegen ist er Curator. Das ist übrigens ein Buch von ihm, das macht ihm, glaube ich, niemand streitig. Und diese Zeichnungen sind also durch das Mikroskop entstanden und das waren für die Zeit sicherlich fantastische Arbeiten. Oldenburg ist der Sekretär. Oldenburg ist die Spinne. Die Netze spinnt durch ganz Europa. Briefwechsel mit allem und jedem. Und alle Briefe, die Leibniz von Newton hält, gehen durch Oldenburg und durch seine Kanzlei, werden dort abgeschrieben, kontrolliert, zusammengefasst, in Päckchen gepackt und gehen dann nach, ja, so geht das hin und her. Für manche Korrespondenzen benutzte er das Pseudonym Grubendoll. Das ist jetzt nicht besonders tiefsinnig, ne, denn Grubendoll ist ein offensichtliches Anagramm von Oldenburg. Ja. Aber die, also man sollte meinen, dann kann er gleich mit Klarnamen schreiben. Ja. Aber dadurch, dass er mit allem und jedem schrieb und das in Kriegszeiten und außerdem ist er Protestant, er hat natürlich auch im Tower gesessen zwischendrin, ja, und wieder raus und das war wohl in der Zeit so. Lassen Sie mich John Wilkins überspringen, das ist der Bischof von Chester. Ich fürchte, ich komme nicht mehr dazu, die Verbindung zu Leibniz zu erklären. Und lassen Sie mich eins zurückgehen. Was jetzt passiert, ist das Folgende. Leibniz, und das ist wirklich, weil es psychologisch relevant ist, Leibniz kommt nach England für eine relativ kurze Zeitspanne, kommt in die Royal Society, nimmt an einer Sitzung teil, stellt dort seine Ideen und Entdeckungen vor, unter anderem eine Rechenmaschine, die er konzipiert hat. Ich sage Ihnen jetzt gar nichts über die Rechenmaschine, weil wir darüber einen ganz eigenen Vortrag hören werden von Herrn Dr. Hasshagen vom Deutschen Museum in München. Und zu diesem Vortrag lade ich Sie besonders ein. Und der erklärt uns alles über die Leibnizsche Rechenmaschine, ja, über die ich jetzt nicht spreche. Die führt er vor, natürlich in einem Modell, was nicht funktioniert. Ne? So eine Rechenmaschine zu bauen ist sehr teuer, aber es ist ein Modell, aus dem die Funktionsfähigkeit sichtbar ist. Hooke sieht die Maschine, das habe ich längst schon vor 10 Jahren gemacht. Ja? Und ich zeige Ihnen das nächste Woche. Ja? So, schon mal schlecht, ne? Schlechte Stimmung. Er besucht Boyle, den Chemiker, und abends gibt es eine Party. Auf der Party trifft er Pell. Pell kennen die Zahlentheoretiker im Publikum durch eine berühmte Pellsche Gleichung. Das ist allerdings ein Missverständnis von Euler, die hat mit Pell nichts zu tun. Aber Pell ist ein leberkranker, schwermütiger Mensch. Auch so ein Problem. Ne? Vielleicht liegt das am Klima da oben, ich weiß es nicht. Und dann Leibniz sprudelnd, ne? Den muss man sich wirklich sprudelnd vorstellen. Ja? Also genau das Gegenteil aller dieser Griesgräme. Leibniz erzählt, was ihm alles Tolles eingefallen ist. Ne? Und Pell ganz cool, ach, das steht doch schon bei Torricelli. Und das stimmt. Ne? Leibniz am nächsten Tag in die Bibliothek. Mein Gott, steht alles schon bei dem und das andere steht schon bei dem und das steht bei Pascal. Ja? Und an dieser Stelle schwankt die Reputation von Leibniz und die Engländer fangen an zu glauben, es sei ein Plagiator. Ja, entweder ist es ein Trottel, ja, oder er weiß, dass es und er plagiiert. Und das ist kritisch, weil das sehr früh passiert und zwar lange bevor der Streit mit Newton. Aber es gibt sozusagen, es ist das Setting, ja, auf dem der spätere Streit stattfindet. Und vielleicht, ich habe vermutlich gnadenlos überzogen in der ersten Hälfte, ist das ein guter Punkt, um eine Pause zu machen und ich gehe und wir, ich hoffe, Sie freuen sich auf Newton. Merci beaucoup. Meine Damen, meine Herren, wir hatten Leibniz zurückgelassen im Gespräch mit Pell auf der Party von Boyle. Leibniz geht am nächsten Tag in die Bibliothek, stellt fest, das ist alles wahr, schreibt einen Entschuldigungsbrief. Die diplomatische Mission war sowieso für die Katz. Die Mainzer Delegation reist zurück nach Paris und dort verbringt Leibniz die nächsten 2 Jahre mit fieberhaften Studien. Es wird ihm erst jetzt das wahre Ausmaß seines Problems klar
Und es sind diese zwei Jahre, in denen er das Kalkül oder den Kalkül sagt man im Deutschen wohl nicht, den Kalkül entwickelt, den berühmten Differentialkalkül. In der Zeit muss er sich auch noch um diesen Bengel kümmern. 16 ist der. Der hat natürlich in Paris was Besseres zu tun, als den Erziehungsplänen von Leibniz zu gehorchen. Das führt zu Entzweinissen mit der Mutter. Denken Sie, erinnern sich, der Vater war gestorben. Irgendwann werden die Zahlungen eingestellt. Dann stirbt auch noch der Kurfürst. Der Neue will auch nichts mehr von ihm wissen. Und dann muss er sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Und dabei lassen wir ihn jetzt nach Norddeutschland ziehen. Er reist ungern nach Hannover. Er sucht den längstmöglichen Umweg. London, Amsterdam, Hannover. Es ist ein Nest zu der Zeit. Er trägt selber dazu bei, indem er dem Herzog zur Kurfürstenwürde verhilft durch seine juristischen Gutachten, dass Hannover heute das ist, was es ist. Ich will den Lebensweg von Leibniz an der Stelle stehen lassen. Ja, also uns interessieren die Jahre, die zur Entwicklung des Kalküls führen. Natürlich leistet er auch hinterher noch Mathematik, aber wir haben ja noch viele Vorträge vor uns. Interessanter ist der Blick jetzt, also nochmal, Sie behalten da beim Kopf, Leibniz entwickelt seinen Kalkül in zwei Jahren. Und das sind die letzten Jahre in Paris, 75, 76. Und wir gehen nach England und schauen uns Newton an. Ich hoffe, Sie haben mich vorhin nicht missverstanden, als ich gesagt habe, dass die Leibniz'sche Variante des Kalküls, die für den Kontinent und für die langfristige Entwicklung wichtigere war, als Mathematiker, als Physiker, steht Newton sicherlich deutlich über Leibniz. Newton ist eines der ganz großen Genies. Normalerweise, wenn man sagt, was sind die größten drei Mathematiker, dann fallen immer dieselben drei Namen. Also ich würde sagen, Archimedes, Newton, Gauss. Mein Kollege in der ersten Reihe würde sagen, Archimedes, Newton, Euler. Aber über den letzten kann man sich streiten. Aber ich will das damit sagen, dass Newton in die allererste Reihe gehört. Ich will sein Leben nicht in derselben Ausführlichkeit durchgehen für Leibniz, denn diese Reihe, seine Leibniz-Reihe und keine Newton-Reihe. Er wird schon als halbweise geboren, weil sein Vater kurz vor der Geburt stirbt. Und seine Mutter heiratet, als er 3 Jahre alt ist, einen Pfarrer, der offenbar die merkwürdige Vorstellung hat, dass er den Stiefsohn nicht im Hause aufwachsen haben will. Und Newton wird von der Großmutter erzogen. Das muss für ihn prägend gewesen sein. Es gibt ein merkwürdiges Dokument von Newton. Da ist er ungefähr 20. Und da schreibt er alle Sünden auf, die er bis zum Pfingstsonntag in seinem 20. Lebensjahr begangen hat. Alle. Die Liste ist gar nicht so lang. Ja. Aber unter anderem taucht er auch auf, dass er davon geträumt hat, das Haus seines Stiefvaters in Brand zu setzen. Das ist eine der Sünden, an die er sich erinnert. Es gibt Biografen, die besonders psychologisches Ahndungsvermögen haben und die sagen, dass das der Grund ist, warum Newton hier so misstrauisch geworden ist und so eigenbrötlerisch und so schweigsam. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist jedenfalls klar, dass er als Persönlichkeit wahrscheinlich genau das Gegenteil von Leibniz war, der immer sehr lebensfroh war, scheint Newton doch ein eher verschlossener Mensch gewesen zu sein. Wenn seine mathematische Zeit vorbei ist, und das ist sehr schnell der Fall, widmet er sich alchemistischen Studien, theologischen Studien, er gibt Kommentare zu den Propheten heraus, er benutzt die Bibel, um Zeitskalen zu stellen für die alten Völker und versucht, also es sind im Wesentlichen theologische Studien, die danach kommen. Also diese physikalisch-mathematischen Studien hören früh auf, also erleben dort ihren Höhepunkt. Und seine Ausbildung ist auch genau das Gegenteil von dem, was Leibniz erfahren hat. Ich hatte ja deutlich gemacht, Leibniz hat im Studium nichts von Mathematik mitgekriegt, während Newton studiert in Cambridge und er studiert unter Barrow. Und er wird sehr schnell Major Fellow im Trinity College in Cambridge. Und er hat im Grunde genommen ab da ein ausgesichertes Einkommen als Fellow und widmet sich ganz seinen Studien. Also es ist im Grunde eine sehr früh angelegte,
also nicht in dem Sinne, dass als Kind schon so irgendwelche Anzeichen von Genie hatte, aber sobald er ins Studium tritt, ist es eine Gelehrtenlaufbahn, die nach allen Regeln der Kunst abläuft. Barrow tritt in jungem Alter aus verschiedenen Gründen, weil er sich mehr seinen theologischen Studien widmen will oder politische Ämter anstrebt. Er wird kurz danach Master of Trinity, gibt er ganz früh seine Professur auf. Manche sagen auch, weil er das Talent von Newton erkannt hat, das sicherlich auch eine Rolle spielte. Und Newton wird Lucasian Professor im College. Schon vorher ist von ihm eine Schrift, die über die Analyse von Gleichungen mittels Potenzreihen. Das ist die große, ganz ihm eigene Entdeckung, wie man mit Potenzreihen systematisch arbeiten kann. Und diese Schrift geht aber typischerweise nicht in Druck, sondern in Handschrift an Barrow, von Barrow geht sie an Collins, dann bleibt sie da eine Weile liegen, es ist nicht ganz klar, an wen die noch geht, dann kursiert sie unter Freunden. Das ist sozusagen ein typischer Auslöser für diesen Konflikt, der später entsteht, weil viele von diesen Schriften eben ein bisschen veröffentlicht sind, nämlich unter Freunden, aber nicht richtig veröffentlicht sind, nämlich für die, die außerhalb des Kreises stehen. 1672 erfolgt die Aufnahme in die Royal Society und hier kommt er mit der den Physikern natürlich sehr bekannten Lichttheorie auf den Markt und das führt zu einer enormen Kontroverse. Ja, Hooke hat sofort Einwände, Huygens hat Einwände, es kommt zu einem bösen Streit mit Hooke und Newton ist zerknirscht, ja, und das eigentlich festigt sich das seine Haltung, eigentlich ist es besser, nichts zu veröffentlichen und für sich zu behalten, aber gleichzeitig verbunden mit dem Anspruch, ich hatte es ja schon. Also das ist natürlich aus unserer Sicht nicht ganz verträglich, aber ist vielleicht aus der psychologischen Situation von Newton, der egal was er tut, immer erstmal auf eine Front trifft. Also diese Front mit Hooke, es geht nicht nur gegen die Ausländer, es ist intern genau das Gleiche. Mein Kollege hat mich eben gerügt für meine psychologische Skizze von Hooke, aber er wird in einem späteren Vortrag Gelegenheit haben, das zu revidieren. Ja, also nächstes kommt zu einem Briefwechsel mit Leibniz, das hier sind die entscheidenden Jahre. In diesem Briefwechsel schreibt Leibniz offen, was er tut. Er erfährt von englischer Seite immer nur Zusammenfassungen, kryptische Bemerkungen, Dinge, die teilweise durch Schreiber, durch Abschreibfehler verunstaltet sind. Und das Dollste ist ein Anagramm. Anagramm kennen Sie. Sie nehmen einen Satz, dann zerlegen Sie diesen Satz nach Buchstaben, sortieren die nach Buchstaben und dann schicken Sie dem Adressat 17a3b. Die Idee ist natürlich, dass der Adressat damit nichts anfangen kann, aber 10 Jahre später kann ich sagen, ich habe dir doch geschrieben, nämlich das Anagramm löst sich so auf. Ne? Und damit kann man beweisen, dass man tatsächlich wusste, was man tat, ja, ohne dem anderen irgendwas zu sagen. Wir würden heute sagen, das ist albern. Ja, aber damals war das durchaus gebräuchlich. Ja. Und dieser Briefwechsel geht aber auch wieder über Oldenburg und Collins und wie sie alle heißen. Es kommt hier zu einem Briefwechsel mit Hooke, was natürlich auch wieder dazu führt, dass Hooke später sagt, das Gravitationsgesetz hat er von mir. Und wenn man das in den Briefen liest, ist es tatsächlich Hooke, der als erster das Gravitationsgesetz formuliert. Aber das bedeutet nicht, dass Newton das Gravitationsgesetz nicht vorher hatte. Ich habe nämlich oben ein rot markiertes Jahr übersprungen oder rot markierte 2 Jahre, das sind die Pestjahre und in dieser Zeit war die Universität, alle Colleges, der gesamte Studienbetrieb in Cambridge geschlossen und Newton ist in sein Heimatdorf zurückgegangen und in diesen 2 Jahren ist vermutlich das Wichtigste entstanden, was Newton sich überlegt hat. Also die Analysis, der Fluxionenkalkül, die Lichttheorie, die Gravitationstheorie vielleicht, ja, die Grundlagen dazu. Also das sind dieselben 2 mirakulösen, fundamentalen Jahre, wie sie auch bei Leibniz auftauchen, aber gut 10 Jahre früher. Und all das hier, deswegen die Frage, wer war früher? Newton. Und seine wichtigste Veröffentlichung, die berühmteste, ein epochales Buch der Menschheitsgeschichte, das sind die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, und die sind 1686 der Akademie vorgelegt, nicht der Akademie, der Royal Society vorgelegt worden. Und 87 wurden sie gedruckt durch den Astronomen Halley, also der mit dem Komet, und zwar auf dessen Kosten, weil Newton erstens nicht wollte und zweitens nicht konnte zahlen. Und hier ist die, sagen, Erstausgabe
Ich finde sowas, obwohl man steht davor, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, solche alten Bücher dann zu sehen. Und ich habe hier mal, das ist eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert, aus meinem Exemplar, was ich mir als Student mal gekauft habe, mal das rausgescannt. Und das ist eine hübsche Aufgabe, die da oben formuliert wird. Das ist die Aufgabe, ein Körper bewegt sich auf einer Ellipse mit einem Kraftzentrum im Brennpunkt. Was ist denn das Kraftgesetz, was dazugehört? Und das ist in der Tat genau die umgekehrte Frage, die wir normalerweise formulieren. Wir sagen immer, das Kraftgesetz ist das und das. Wie bewegen sich denn Planeten? Und hier startet Newton mit dem Erfahrungssatz von Kepler. Sie kennen das zweite Keplersche Gesetz. Nee, das erste. Ne? Das erste Keplersche Gesetz sagt, Planeten bewegen sich in Ellipsen um die Sonne, mit der Sonne im Brennpunkt. Und dieses Gesetz hatte Kepler experimentell gewonnen aus den Rohdaten von Brahe in einer 10-jährigen Analysearbeit. Also da steckt eine gewaltige Arbeit dahinter. Und jetzt kommt Newton ausgehend von diesem Bewegungsgesetz von Kepler und leitet her, Sie müssen das jetzt nicht lesen, ja, bitte hören Sie mir zu, also und leitet her hier steht es, ne? Also indirekt, also invers, dem Quadrat des Abstands proportional, das ist das Gravitationsgesetz, das ist die Herleitung des Gravitationsgesetzes aus dem experimentellen Befund. Weswegen ich das übrigens aufgelegt habe, ist nicht nur wegen dieser schönen Herleitung, sondern damit Sie sehen, dass da was fehlt. Fluxionen, Analysis, Differentialquotienten, kommt hier nicht vor. Es ist verborgen an irgendeiner Stelle, weil da oben steht, nach Paragraph 8 wird beim Zusammenfallen der Punkte Q und P, die offenbar bisher infinitesimal auseinander lagen, und die fallen plötzlich zusammen, und das ist die Stelle des Grenzübergangs. Und in der Tat, nachdem er in der Vorrede die Axiome, die berühmten, ne, Aktio gleich Reaktion, diese Sachen abgehandelt hat, beginnt der Haupttext des Buches im ersten Buch, Abschnitt 1, Paragraph 1 mit diesem Hilfssatz. Und das sind die Stellen, wo er allmählich diesen Infinitesimalkalkül entwickelt, aber Fluxionen kommen hier noch nicht vor. Stattdessen ist da von Größen und Verhältnissen die Rede, die sich Bestände näher kommen und dann vor dem Verschwinden irgendwie gleich werden. Und lassen Sie mich das kurz erläutern an einem Beispiel. Ich habe hier so einen Bogen aufgemalt, das ist eine Wurzelfunktion und wir wollen die Steigung ausrechnen. Und ich habe hier zwei Größen, x und x0 und y und y0. Dann ist die Steigung ist das Verhältnis dieser Quotienten. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze dynamisch vor. Das ganze Reden von Newton ist dynamisch. Da kommt ein Zeitparameter vor. Er sagt an anderer Stelle ausdrücklich, und das ist dann wieder der Mathematiker oder die metaphysische Betrachtungsweise, die Zeit muss nicht die wahre Zeit sein. Die Zeit kann jeder Parameter sein, der so verläuft wie die Zeit, sagt er ausdrücklich. Ja? Trotzdem kommt bei ihm die Zeit vor. Also er denkt dynamisch. Leibniz denkt in Differenzen. Denken Sie an diesen Zenon-Satz, ja, den Sie alle so belächelt haben, da hinten in der hinteren Reihe. Ja? Er denkt in Differenzen. Er denkt in Geschwindigkeiten. Ein Fluxion ist eine Geschwindigkeit. Eine Fluente ist eine Größe und das Fluxion dieser Größe ist die Geschwindigkeit im Moment des Aufpralls. Und dann, das ist eine Bemerkung zu dem Buch. Man kann den Einwurf, erlauben Sie, dass ich das vorlese, ja? Man kann den Einwurf machen, dass es kein letztes Verhältnis verschwindender Größen gäbe, indem dasselbe vor dem Verschwinden nicht das letzte sei, nach dem Verschwinden aber überhaupt kein Verhältnis mehr stattfindet. Ja, also Sie, ne, ich hatte hier zwei Verhältnisse. Ja, vor dem Verschwinden ist es natürlich irgendwas, und nach dem Verschwinden gibt es gar nichts. Ja, und wir suchen nach der Geschwindigkeit, nach dem Verhältnis im Moment des Verschwindens. Ja, so, und dann sagt er, naja, das ist ein bisschen wie bei Geschwindigkeiten. Ja? Aus demselben Grunde könnte man aber auch behaupten, dass er nach einem bestimmten Ort strebender Körper keine letzte Geschwindigkeit habe. Ne? Vor dem bestimmten Ort ist es nicht die letzte und dem Moment, wo er aufprallt, danach gibt es keine mehr. Das ist natürlich alles sehr tautologisch. Was ist denn die Geschwindigkeit im Moment des Aufpralls? Und dagegen hat es natürlich auch schon zu seiner Zeit viele Einwendungen gegeben. Diese habe ich herausgegriffen, weil sie aus einem längeren Werk stammt, was damals sehr einflussreich war und weil der Mann auch noch gut schreiben kann. Ja, also ich finde die Formulierung außerordentlich gelungen. Ja. Also
auf Deutsch klingt das ein bisschen so, das stolpern Sie bitte nicht über meine Übersetzung hier. Und was sind denn diese Fluxionen? Die Geschwindigkeiten verschwindender Zuwächse? Und was sind denn verschwindende Zuwächse? Sind weder endliche Größen noch unendlich kleine Größen, noch überhaupt irgendetwas. Sollten wir sie nicht Geister verstorbener Größen nennen? Ja? Und dann schreibt er, und das geht natürlich jetzt nicht nur gegen Newton, sondern auch gegen Leibniz, wer in der Lage ist, zweite oder dritte Fluxionen zu verdauen oder Differenzen zweiter oder dritter Ordnung, der darf sich nicht besonders anstellen, meine ich, wenn es um theologische Fragen geht. Und das ist ausdrücklich gerichtet gegen zur Bekehrung ungläubiger Mathematiker, in diesem Falle die ungläubigen Mathematiker, das ist hier Edmund Halley wieder mal. Ja? Und nach dieser, wie gesagt, damit möchte ich es bei dem Newton'schen Ansatz denken, ist diese Punktnotation und diese dynamische Vorstellung, es gibt eine virtuelle Zeit und ich messe alles in Bezug auf die virtuelle Zeit und wenn ich zwei Größen gegeneinander betrachte, dann teile ich die Fluxionen, indem ich in beiden Fällen die Zeit als Referenz habe. Leibniz, ja, das ist die erste Veröffentlichung von Leibniz in der ersten deutschen oder lateinisch-deutschen Gelehrtenzeitschrift, die in Leipzig erschien, die er mitgegründet hat. Ich habe ja vorhin schon, vielleicht habe ich das nicht ausführlich genug gesagt, es gab ein Publikationsproblem, es gab kein Zeitschriftenwesen wie heute und Bücher zu drucken war teuer. Ja, ich habe in einer Fußnote bei Edwards oder bei dem Historiker Hofmann gelesen, es gibt nicht etwa 4 Ausgaben von Wallace, sondern über Wallace sind 3 Drucker pleite gegangen. Ja. Und die haben jedes Mal vom vorherigen Drucker so einen Stapel Bücher geerbt und dann hat der neue Drucker eine neue Titelseite drüber gedruckt und damit war die zweite und dritte und vierte Auflage da, die aber auch nicht verkaufen konnte und dann ist der ganze Stapel in der Konkursmasse an den nächsten gewandert. Drucken war teuer, Drucken waren riskant für alle Beteiligten, Zeitschriften gab es wenige. Es gab die Transactions der Royal Society, das sind also Sitzungsberichte, es gab in Frankreich das Journal des Savants, und in Deutschland diese neue Zeitschrift, die von Leibniz gegründet wurde. Und dort veröffentlicht er seinen Aufsatz. Und der Titel sagt schon neue Methode. Also es macht klar, es gab vorher auch schon andere Methoden. Aber wie sagt man das auf Deutsch? Emphasis. Seine Betonung liegt auf der Methode. Ne? Eigentümlich darauf bezügliche Rechnungsart. Und diese Rechnungsart, die möchte ich Ihnen vorstellen, obwohl Sie die alle aus Ihrer Schulzeit kennen, denn das ist das, was wir heute in der Oberstufe seit 100 Jahren unterrichten, seit den Meraner Reformen. Und wenn es die vereinte Kultusbürokratie nicht schafft, dann oder doch schafft, dann vielleicht bald nicht mehr, aber noch ist das Schulstoff. Und seine Idee ist, dass er Differenziale einführt. Er hat eine Größe. Und jetzt kommt der Zuwachs zu dieser Größe, der ist sehr klein, den nennt er dy. Und für Leibniz ist nicht ganz klar, ist das unendlich klein oder ist das endlich klein, aber beliebig klein. Und es gibt Stellen, in denen er ausdrücklich sagt, wir verwenden das nur als Abkürzung, wir könnten so argumentieren wie Archimedes. Und man müsste eigentlich auch so argumentieren wie Archimedes, aber wir haben nicht die Zeit. Und dieser Kalkül ist eine Abkürzung, aber man könnte jeden Schritt des Kalküls wie Archimedes tun. Das ist die philosophische Richtung, die Leibniz einnimmt. Das geht später verloren. Ja? Also Euler argumentiert hemmungslos mit unendlich kleinen und unendlich großen Größen. Aber bei Leibniz ist das Entstehen des Differentials aus einer endlichen, aber beliebig kleinen Größe noch vorhanden. Wir führen also eine Größe y ein und nennen diesen Zuwachs dy. Diese Bezeichnung ist aus heutiger Sicht genial. Ich weiß nicht, ob er das damals, er muss das damals auch so empfunden haben, denn er ist darauf nicht etwa irgendwie zufällig gekommen, sondern schrittweise. Zum Beispiel, bevor diese Notation auftaucht, 3 Tage vorher benutzt er noch eine ganz andere Notation, von der er irgendwann merkt, die ist unpassend. Also Leibniz hat ein Faible für gute Notationen, also er ringt nach der guten Notation. Das ist etwas, was Newton immer egal war. Also Newton hat nie an der Notation gearbeitet. Er hat mitten der Notation, aber nicht an der Notation. Und jetzt kommt wieder das typische, würde man sagen, philosophische Denken von Leibniz. Lassen Sie mich da einen Exkurs machen.
Leibniz, eines der Träume von Leibniz, und das sind Dinge, die hat er schon als Student geträumt, und die durchziehen sein gesamtes Lebenswerk, ist die Idee einer universellen Sprache, einer Ars Charakteristika. Darunter verstand er die Idee, eine Sprache zu entwickeln, die aufgrund ihrer grammatischen Struktur es nicht erlaubt, Falschaussagen zu machen. Das würde alle unsere Probleme in den Religionen, in der Politik lösen, wenn wir nur noch richtige Aussagen treffen könnten und Falschaussagen per Kalkül verhindert werden. Daran hat er gearbeitet und immer wieder, das kommt, durchzieht so eine Schriften, und diese Idee, den richtigen Kalkül zu finden, ist sein Ansatz für sehr viele verschiedene Bereiche in der Mathematik. Auch dazu haben wir später andere Vorträge, die auf diese Dinge eingehen, aber es ist ein durchgängiges Thema bei Leibniz. Und hier entwickeln wir also einen Kalkül, und dieser Kalkül, von dem sagt er, verlangt er programmatisch, er soll so einfach sein, dass Schulkinder diesen Kalkül ausüben können. Ich muss eben nicht vorher mich durch so viele Wälzer von italienischen und französischen Vordifferentialmathematikern und Geometern gearbeitet haben, um in der Lage zu sein, ein geometrisches Argument hinzuschreiben. Ich muss nur den Kalkül beherrschen. Ja, er will das so einfach machen für Schulkinder. Das ist das, was wir heute haben, wenn wir unterrichten Differential- und Integralrechnung in der Schule. Ja, und man muss nicht Geometer sein, um damit sinnvoll arbeiten zu können. Und deswegen sucht er nach Regeln. Ja, das Buch beginnt auf Seite 1 mit Regeln für den Kalkül. Und das Differential einer Summe ist die Summe der Differenziale. Sehr viel länger hat er experimentiert mit dem Problem, was ist das Differential eines Produktes? Na, da kam er zuerst mit der Idee, das Differential eines Produktes ist das Produkt der Differenziale. Er hat sehr schnell gemerkt, dass das Unsinn ist. Der russische Physiker Arnold, mathematischer Physiker, physikalischer Mathematiker, sagt zu Recht, jemand wie Newton wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen, so einen falschen Ansatz zu machen, weil er intuitiv gewusst hätte, wie sich Differenziale benehmen. Leibniz geht anders vor. Leibniz geht, wir könnten heute sagen, morphisch vor. Ja, sozusagen, er versucht, dann findet er tatsächlich die richtige Formel, und wir nennen das heute die Leibniz-Regel, wie man ein Produkt differenziert. Und das ist eine sehr mächtige Regel. Lassen Sie mich das illustrieren an dem Beispiel dx². Ich habe das ausgeschrieben als x mal x, und dann, weil sich zwei x gleichen wie zwei Eier, habe ich das eine schwarz gefärbt und das andere blau, damit Sie die beiden unterscheiden können. Und jetzt wenden wir die Regel an, und dann sagt die Regel x dx plus x dx. Aber das eine ist ein blaues x, was abgeleitet wird, und das andere ist ein schwarzes x. Wenn wir dann aufhören, die zu unterscheiden, kommen dann raus 2x dx. Wenn Sie das mit 3x machen, haben Sie x hoch 3 und finden nach derselben Regel 3x² dx. Und das ist die Ableitungsregel, so wie man sie in der Schule lernt, nämlich die Ableitung von x hoch n ist n mal x hoch n minus 1. Die folgt einfach aus diesem. Aber die Regel ist mächtig. Ja, ich kann auch sowas machen wie y² gleich x hoch 3, dann differenziere ich auf beiden Seiten. Ja, und wenn die Größen gleich sind, sind auch ihre Differenziale gleich. Und diese Gleichung ist natürlich dasselbe wie x hoch 3 halbe. Und dann kann ich sagen, die Ableitung von x hoch 3 halbe, und dann setze ich ein dy, ich teile durch das 2y auf der anderen Seite, dann steht das da, aber 3x² durch 2y kann ich wieder y 3 halbe einsetzen, voilà. Und was da steht, ist, diese Ableitungsregel, die wir eben hergeleitet haben, gilt nicht nur für ganze Zahlen, sie gilt auch für Bruchzahlen, gilt dieselbe Regel. Und auf diese Weise kommen wir zu einer Liste von mega eleganten Gleichungen. Ja, also dieser Kalkül, Der spricht für sich. Und selbst solche komplizierten Dinge wie die Kettenregel, die sehen bei Leibniz aus, als würden wir einfach Brüche kürzen. Ja, und es ist diese Einfachkeit des Kalküls, der eben den Kontinent im Sturm, ich übertreibe, nahm. Habe ich jetzt eine Seite übersprungen? Nee, da fehlt mir da was. Leibniz hat natürlich auch höhere Differenziale. Sie haben schon, Sie erinnern sich, wie der Bischof von Dublin dagegen gewettert hat, Differenziale zweiter Ordnung. Also er hat, wenn die Größe jetzt dy ist, dann hat die auch ein Infinitesimal. Das ist jetzt Infinitesimal von Infinitesimal. Mir fällt gerade ein, es gibt, glaube ich, wer hat Gullivers? Swift. Von Swift gibt es ein Gedicht über Flöhe, die auf Flöhen, aber das kriege ich
ich kann das jetzt nicht zitieren. Also wir können hier zweite, dritte Differenziale bilden und ich überspringe das mal. Ne? Also ich wollte Ihnen eigentlich erklären, wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, warum beim zweiten Differentialquotienten die 2 einmal da steht und einmal da, da oben drüber steht der Grund. Das ist als erstes Beispiel, was Leibniz rechnet, das aus der Originalschrift. Ich habe es jetzt nur so ein bisschen nachgezeichnet, damit es klarer wird. Und er betrachtet das Problem, ein Lichtstrahl kommt, sagen wir mal Luft, traditionelles oben, Glas und Wasser unten. Ja. Also der Lichtstrahl kommt von oben, wird gebrochen. Und er nimmt hier den Ansatz von Feynman, nämlich dass er sagt, der Lichtstrahl nimmt den Weg, der kürzeste ist. Und zwar nicht als Wegstrecke, sondern zeitlich der kürzeste. Jetzt machen wir also mal den Ansatz und sagen, der Lichtstrahl käme aus dem Punkt, der links oben ist, geht nach dem Punkt rechts unten, weiß aber noch nicht, durch welchen Punkt in der Mitte er geht. Und dann heißt die eine Strecke S, die andere Strecke T und stellen sich diesen Punkt als Variabel vor. Dann haben wir die eine Diagonale heißt X, die andere Diagonale heißt Y. Die Zeit, die er in der Luft verbringt, ist also X Weg geteilt durch Geschwindigkeit. Das ist die Lichtgeschwindigkeit V Luft. Das ist die Lichtgeschwindigkeit von Licht, ne, Lichtgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit von Licht in Luft. Und auf der anderen Seite haben wir die Lichtgeschwindigkeit in Glas und das ist Y durch die Lichtgeschwindigkeit. Ist die Zeit, die das Licht im Glas verbringt. Die Summe der beiden ist die Gesamtzeit, die das Licht von dem Punkt links oben zu dem Punkt links rechts unten verbringt. Und jetzt sagt er, das wollen wir minimieren, das ist die Fermatsche Regel. Hütte sagt, wenn wir Dinge, das ist der Bürgermeister von Amsterdam, wenn es ein Schüler von Franz Roten, der wiederum Descartes lesbar gemacht hat, indem er es aus dem Französischen ins Lateinische übersetzt hat. Und ja, wer konnte damals Französisch? Ja? Und die Latein konnten alle. Und die Regel sagt, ich muss die Ableitung nehmen, ich muss das differenzieren, das ist die Bedingung. So, und wie macht jetzt Leibniz das? Nun, Leibniz sagt, wir haben in dem linken Dreieck Pythagoras, also x² gleich a² plus s². Wir haben im rechten Diagramm Pythagoras, nämlich y² ist b² plus t². Und egal, wo der Punkt liegt, die Summe der beiden Strecken ist natürlich immer dieselbe, auch wenn ich den Punkt verschiebe. Wenn s kürzer wird, wird t länger und umgekehrt, also ist s plus t konstant. Jetzt leitet er beide Seiten ab. Ne, x² wird 2x dx, s² wird 2s ds, a² ist konstant. Fällt also weg. Und hier bei y genauso. Und was konstant ist, hat kein Differential, also habe ich ds dt. So, jetzt stellen Sie fest, Sie können dx ersetzen durch ds, Sie können dy ersetzen durch t und anschließend dt durch ds. Damit haben Sie alles durch ds ersetzt. Das setzen wir oben ein, ne, in die Bedingungsgleichung von Hütte, und das Ergebnis ist das da. So, und jetzt lesen Sie s durch x ist der Sinus des Einfallswinkels, t durch y ist der Sinus des Ausfallwinkels, dann sortieren Sie die Terme nach links und nach rechts und was steht da? Das Brechungsgesetz. Ja, das war natürlich experimentell gefunden durch Snell und die Herleitung ist auch nicht neu, die steht auch schon bei Fermat, aber der Kalkül in 3 Zeilen, das ist Leibniz. Und natürlich hat er dieses Beispiel ausgeführt, weil er demonstrieren wollte, wie enorm elegant sein Kalkül ist. Wir schreiben Flächen, indem wir die Fläche in Rechtecke zerlegen. Die können wir sehr klein machen. Und dann schreiben wir y dx. Wir summieren auf. Und irgendwann schreibt er Summe. Und das Integralzeichen ist ein elegant geschwungenes S. Ist entstanden, lange Zeit schrieb er Omnes, rekurrierend auf die Notationen von Cavalieri und Torricelli, die Flächen, die Volumina zerlegt hatten in Querschnittsflächen. Sie kennen das berühmte Prinzip des Cavalieri, wenn Sie 2 Körper haben und Sie schneiden die Körper beide horizontal in Scheibchen und jede Scheibe hier hat immer dieselbe Fläche wie die korrespondierende Scheibe dort, dann ist es ganz egal, welche Gestalt diese Körper haben, die Volumina werden dieselbe sein. Und solche Dinge formulierten die Italiener mit solchen Worten wie, das Volumen ist die Gesamtheit omnes dieser Flächen. Aber es wird nicht wirklich ein Integralkalkül hingeschrieben und es wird auch nicht integriert, sondern es werden diese Flächen verglichen.
Leibniz geht dann an irgendeiner Stelle von Omnes zu der Summe über und das ist der Beginn des Integralkalküls. Und lassen Sie mich an dieser Stelle kürzer sein und zum Beispiel einfach darauf hinweisen, dass links oben sind wir wieder bei dem alten Differenzengesetz, über das die da hinten so gelacht haben, ja, was ihnen so banal erschien, nämlich dass das Ganze die Summe der Teile ist. Damals hatte Leibniz den tapferen Schritt gemacht, diese Aussage von einer endlichen Anzahl von Teilen auf eine unendliche Anzahl zu erweitern. Hier geht er den Schritt, dass es nicht nur unendlich viele sind, sondern jeder einzelne ist unendlich klein. Aber was da oben steht, ist, dass die Summe aller Differenzen ist gleich y. Und wenn Sie darauf jetzt zum Beispiel so etwas anwenden wie dy, die Ableitung ist f mal dx, und setzen das oben ein, dann wird y gleich Integral dy gleich Integral df dx. Und wir kriegen, Sie können jetzt einwenden, ich sehe schon, wie die Kollegen die Stirne runzeln, das ist natürlich nicht unsere Art von Analysis, das ist eine formale Analysis. Ja? Es wird formal geschlossen, aber es geht eben um einen Kalkül. Ja? Und dieser Kalkül ist so einfach, dass ihn jeder verstehen kann. Ja? Es sind ganz wenige Regeln. All diese verschiedenen Probleme, Rektifikation, Kubaturen, Quadraturen, alle diese Dinge lassen sich zurückführen auf zwei Prinzipien, nämlich differenzieren und integrieren, und die sind auch noch invers zueinander. Im Grunde genommen geht es um einen einzigen Vorgang, den wir nur vorwärts und rückwärts gehen, und wenn wir den verstehen, verstehen wir die Analysis. Und das wird deutlich durch den Kalkül, der hier steht. Damit bin ich am Ende. Ich habe nicht gesagt, durch welche Schriften Barrow Newton beeinflusst hat, durch welche Schriften Leibniz von Pascal beeinflusst war und warum es kommt, dass Leibniz das Buch von Barrow zwar besaß, aber nicht gelesen hat, was offenbar zu schwer für ihn war. Und ob das jetzt bedeutet, dass er die Engländer schon kopiert hat und ob Newton nun alle beide von Leibniz, von Barrow abgeschrieben haben oder nur Newton von Barrow und Leibniz von Pascal und wie die gegenseitigen Vorwürfe alle lauteten. Das ist für uns... Es gibt unendlich viel Material und Sie haben da leichten Zugang zu heutzutage. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich ruhig mal in eine dieser Dinge rein. Ich habe hier von den Helden, Gregory kommt immer zu kurz, der dritte Erfinder des Kalküls. Ich hatte schon gesagt, er ist früh gestorben, außerdem saß er in Schottland. Und nachdem ich die Bilder da hingemalt habe, geklebt habe, ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, Leibniz ist der Einzige, der lacht. Ja, die Zugabe, die kommt jetzt, nämlich... Sie haben jetzt Gelegenheit, einige Fragen zu stellen, so wie es bei uns Tradition ist. Vielleicht werden wir heute nicht ganz so viel Zeit dafür haben, weil die Big Band nochmal auf uns wartet. Aber ich bitte Sie, wenn Sie eine Frage stellen möchten, heben Sie zunächst die Hand und warten Sie, bis jemand mit einem Mikrofon bei Ihnen ist, damit wir Sie auch alle hören können. Und für die Leute im zweiten Rang, da ich sie so gut wie nicht sehen kann wegen der Beleuchtung, ruhig auch mal mit den Händen Vielleicht können wir die Beleuchtung auch mal hochfahren für die Dauer. Ja. Wer möchte den Anfang machen? Ich habe alle erschlagen. Ja. Das ist hier.
Ja, das Publikum ist müde. Ich auch. Da oben gibt es erste Reihe im ersten Rang. So, jetzt ist das Mikrofon da. Ich wollte mal wissen, ob die Herren auch Horoskop gestellt haben wie Kepler. Oder für was war der Aufwand? Nochmal? Ob sie auch Horoskope gestellt haben wie Kepler? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist die... Nochmal die Frage? Planetenkonstruktionen? Positionen. Ja, aber aus anderen Gründen. Er hat darf ich Ihre Frage anders beantworten? Er hat über Planetenpositionen wenig Gedanken gemacht. Er war kein Astronom. Er hat sich sehr viel Gedanken über Sternpositionen gemacht. Also es geht um die Drehung des Gesamtsternhimmels im platonischen Jahr. Und weil das für ihn wichtig war, weil es natürlich antike Stellen gab über die Positionen der Sterne, insbesondere im Verhältnis zur Tag- und Nachtgleiche. Und da dieser Zyklus sehr langsam ist, ich glaube 15.000 Jahre, wenn ich es im Kopf habe, kann man den natürlich benutzen, um das Alter der entsprechenden Schrift zu datieren. Und das war für Newton wichtig bei seinem Projekt, die alten Hochgesellschaften richtig zu datieren und in Einklang zu bringen. Das Problem, was man damals hatte, war, dass die ägyptischen Quellen ältere Zeiten anzugeben schienen als die Bibel. Und das ist natürlich ein Megaproblem. Also musste man die korrelieren. Und dann ist Newton hergegangen. Newton war ja nicht nur ein hervorragender Theoretiker, sondern er war ein begnadeter Experimentator. Und ich weiß nicht, ob das klar ist, Newton war derjenige, der in die Physik die Idee eingebracht hat, dass man Mittelwerte bildet aus verschiedenen Messungen. Denn bis dahin war es eigentlich gängig, dass der Experimentator nicht einen Mittelwert angab, sondern denjenigen Wert, von dem er das Gefühl hatte, das sei der beste. Zum Beispiel, so abwegig ist das nicht. Wenn Sie jemals selber im Labor gestanden und haben halt titriert, dann merken Sie die ersten 4 Titrationen, die Sie machen, liegen Sie eigentlich ziemlich grob daneben. Beim 5. Mal lassen Sie den Strahl bis kurz vorher laufen, drehen ab und dann messen Sie sozusagen in Tropfenbruchteilen. Nicht? Und dann ist natürlich der letzte Wert der beste. Also so albern ist das nicht. Aber Newton hat sehr konsequent gemittelt bei seinen Dingen. Und er hat diese Methode dann auch auf die Geschichte angewendet. Und er hat gesagt, wenn ich diesen und diesen und diesen und diesen Bericht habe, dann frage ich nicht, wie die Historiker tun, nach inneren Logik des Textes, sondern ich nehme alle Werte und mittle. Ja? Und mit dieser Methode hat er versucht, die historischen Zeiten zu eichen. Aber mir ist nicht bekannt, dass Newton sich jemals für astrologische Fragen, er hat sich sehr mit Bibelfragen beschäftigt, aber nicht mit astrologischen Fragen im Sinne wie bei Kepler. Und bei Leibniz ist mir dergleichen nicht bewusst. Also ich denke, Leibniz wäre im Gegenteil, von seiner ganzen aufgeklärten Mentalität her wäre ihm das zuwider gewesen. Ich glaube, da ist Kepler noch deutlich mehr im Mittelalter verhangen. Der Herr oben in der zweiten Reihe, im ersten Rang. Sie haben das eben gerade ganz kurz angedeutet, was ich fragen wollte. Sie hatten gesagt, Newton hat so innerhalb von 2 Jahren seinen Kalkül und nachher hat er sich mit anderen Sachen befasst, auch mit irgendwelchen theologischen Sachen. Und Sie haben eben nur kurz das erwähnt. Haben Sie irgendein paar Storys oder ein paar Geschichten, dass man so weiß, was Newton an dem Rest seines Lebens in Richtung halt Theologie oder Sachen, wie Sie es angedeutet haben? Ja, wie gesagt, er hat sehr viele alchemistische Experimente gemacht mit Talllegierungen, was ihm sicherlich ein enormes Wissen über Legierungs-, also immer natürlich, also ich will ihm nicht unterstellen, dass er Gold machen wollte, aber er hat sicherlich in diese Richtung gearbeitet. Das hat ihm dann vielleicht den Ruf eingebracht, dass er der geeignete Mann, er wurde hinterher Master of the Mint, also der Schatzmeister, also derjenige, der wirklich verantwortlich war für die Prägeanstalten des Reiches und hat in dieser Funktion Falschmünzer bekämpft, also kriminologisch aktiv. In den theologischen Richtungen, damit habe ich mich nicht sehr auseinandergesetzt. Es sind Bücher über den Propheten Daniel, aber auch der Prophet Daniel geht es im Wesentlichen ja um Zeitrechnung. Also ich denke, sein Hauptziel bei diesen theologischen Studien ist in der Tat der Versuch, die biblische Chronologie in Einklang zu bringen mit den heidnischen Geschichtsschreibern, den Griechen, den ägyptischen Geschichtsschreibern.
ich glaube, wie gesagt, auch im Buch Daniel, geht es im Wesentlichen auch um Prophezien, ja, Prophezeiungen. Und ich glaube, das war der Fokus seiner theologischen Studien. Sag ich nochmal, Sie sind begeistert und wollen applaudieren. Gut, dann tun wir das. So, zum Abschluss möchte ich noch zwei Dinge sagen. Zunächst einmal nochmal daran erinnern, dass Sie bitte nicht erschrecken, wenn nachher der Spendenkasten am Ausgang steht und je nachdem, wie es Ihnen gefallen hat, vielleicht können Sie sich überwinden, den ein oder anderen Euro dort reinzuschmeißen. Dann möchte ich ankündigen, unseren nächsten Vortrag, vermutlich leider ohne Big Band, wieder nur Physik im Theater, ohne Mathematik, dafür aber mit einem Nobelpreisträger. Es wird reden Herr Wolfgang Ketterle, ein sehr, sehr berühmter deutscher Physiker, der 2001 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Sein Thema ist neue Materie nahe dem absoluten Nullpunkt. Der Vortrag wird stattfinden hier im Großen Haus am Pfingstmontag, dem 16. Mai. Sie sind alle wieder ganz herzlich eingeladen. Sie waren ein großartiges Publikum und zum Abschluss noch einmal die Big Band der Hochschule für Musik. Herzlichen Dank. Applaus